Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel über LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Guck mal, wen ich gefunden habe. Und er hat ein Meistersymbol neben sich. Geil. Ja, ungefähr eine Minute nachdem ich C18s Training abgeschlossen habe, bin ich durch die Stadt gelaufen und habe ihn gefunden. Sehr gut. Und wir können jetzt bei Son Goku trainieren, hoffentlich. Komm mal her. Hey, ich bin Son Goku. Warte, du weißt das sicher schon. Du hast mir damals sehr geholfen. Dein Kampf gegen die Mika war aufregend. Okay, den haben wir nach dem Mika erst freigeschaltet. Was hast du danach gemacht? Hast du trainiert? Kommst du nicht weiter? Wir haben zusammen gekämpft und trainiert. Du bist ziemlich stark. Aber ich kann dein ganzes Potenzial noch nicht sehen. Du kannst noch stärker werden. Ich kämpfe gegen dich, wenn du stärker bist. Also trainiere weiter. Es wird schwer, aber du willst es versuchen? Auf zum ersten Training. Ja, klar. Okay, fangen wir an. Wir trainieren bloß. So kann ich deine Stärke am besten einschätzen. Zeig mir die Stärke, die du gegen die Mika aufgebracht hast. Wenn du mich besiegst, bringe ich dir eine neue Fähigkeit bei. Motiviert? Hey, du bist sowieso auch. Das bist du sowieso auch, wenn ich das nicht gesagt hätte. Ich werde aufgeregt. Das wird lustig. Und los. Na los. Nachbildschlag, okay. Nicht so berauschend. Egal. Er ist jetzt schon Stufe 5. Okay. Wenn man ehrlich, wer will nicht Son Goku als Meister haben? Ich meine überhaupt. Nicht in dem Spiel überhaupt. Das wäre awesome. Bring ich so ein Goku, ja. Sehr schön. Dürfte eigentlich schnell gehen. Bah, weil er runtergefallen ist. Den hatten wir auch noch gar nicht gesehen. Finde ich gut. Jetzt hat er direkt einen neuen. Warte. Oh Gott. Mach ich den hier? Ach Mann, das wäre so gut gewesen. Und jetzt den hier. Ja, so geht's doch. Ach, das sagst du auch nur so. Bleib ich doch nicht. Ja, ich wollte noch irgendwie so gut gemacht oder irgendwie sowas sagen. Oh, Z. Und super Angriff, Nachbildschlag. Ja, den werde ich wahrscheinlich nicht gebrauchen. Die gleiche Kampfpose wie Son Goku, nur umgekehrt. Sehr schön. Puh, nicht schlecht. Kein Wunder, dass du gegen die Mikra, dass du die Mikra besiegt hast. Jetzt können wir zusammen trainieren und stärker werden. Ach ja, ich sollte dir die Fähigkeit beibringen. Mein Nachbildschlag bist du so schnell, dass du Nachbilder erzeugst. Wenn ich damit Angriff aus, mache einen Gegenangriff. Wenn du das gemeistert hast, bringe ich dir die nächste Fähigkeit bei. Wer stärker, dann trainiere ich dich wieder. Ich verwarte dich. Jawohl. Ja, drei müssen wir noch freischalten. Keine Ahnung, wer unten links sein könnte. Ich nehme mal an, vielleicht Freezer? Oben habe ich schon gesehen, das sind Son Gohan und Videl und unten rechts nehme ich meine Bills. Also ja. So viel dazu. Also Goku war irgendwie klar, dass ich bei dem auch trainieren kann. Gut, ich habe ja noch eine Setzseele, fällt mir gerade ein. Bekommen von C18. Seele von Nummer 17, Key und Grundangriff. Ich hab die ja, die aktiviert sich, wenn ich pose. Jetzt sehen wir euch auch noch ein paar vernünftige. So, mach mal Parallelquest, weil meistermäßig kann ich ja jetzt nichts machen. Okay. Dann. Guck mal, noch für Höllentrip-Sachen hier zur Verfügung stehen.
27, 28, 29. So, wir scheinen auch hier alle zu haben. 33, 34, ja. Hoffentlich schaffen wir die beiden. So, besiege 30 Majin Buu. Ja, wenn sonst nichts ist. Das ist. Ah. Oh, hier haben wir die letzte. Super Kamera, ja, super Götterpaus. Wow. Wir haben auch die letzte. Oh, das ist der, ja. Machen wir das. Majin Buu Saga. Wollte ja nicht die beiden nehmen, sondern als sie tot waren, ne? Egal. Die beiden Parallelquests werden wir ja wohl noch schaffen, diesen Part, ne? Ich weiß noch, 30 Majin Buu hat lange gedauert in der Story. Obwohl, da waren noch nicht mal 30, ne? Hoffentlich sind die nicht so stark. Wie alle so stark sind, ne? Oh gut. Er ist ja noch. Ich hätte mal machen sollen. Er hätte hochgeflogen, jetzt hätte ich den wieder weggepostet. So, eins. Wir zählen mit. Zwei. Drei. Hat irgendwie geklappt. Und zack, der ist auch weg, oder? Nein, ist er nicht. Ja, fünf. Oh ja. Ja gut. Pass. Sechs. Was? Oh Mann. Was? Da wollen wir mal Ziel wechseln. Sieben. Ach, komm her. Acht. Neun. Mal schauen. Mein Gott, jedes Mal, wenn ich irgendwas mache. Zehn. Oh, hier sind keine mehr, ich nehme an diesem Anganggebiet jetzt. Der Capsule Corporation. Ja, dank Majin Buu wäre beinahe die ganze Erde in die Luft geflogen. Also, die ist mal in die Luft geflogen wegen Majin Buu, aber ich meine wegen Bills jetzt. Wegen Pudding. Der brauche ich eigentlich nicht zählen, wenn hier überall zehn sind, ne? Oh, mach mal ein bisschen schneller hier. Kommt her! Boom! So muss das. So, nächste. Sehr gut. Man geht das schnell auf einmal. Da nochmal. So, wieder. Sehr gut. Und nochmal. Hey, guck bloß nicht hinter euch. Da kommt jetzt was Großes geflogen. Ah, sind noch welche. Verdammt. Hilf mir, Son Goku. Ja nicht so bewundernswert. Sehr gut. Hier geht das glaube ich schon auf den anderen, ne? Ja. Auf der letzte. Das
spät. Egal. Mixer. So, was hat? Okay. Ich meine, da müssen wir Weltkampf Arena. Okay, cool. Was passiert wohl da? Geht immer auf die Leute los. Da ist noch einer. Und ich mache jetzt alle auf einmal platt. Okay, okay. Boom. Zwei, gut. Ah, komm. Specter Post, was machst du jetzt? Oh. Oh. Oh, sehr gut, ein super Kamera. Und noch mal den hier. Und schon kommt verpackt. Was? Sehr gut. Verdammt, ich wollte ihn so beim Posen weghauen. Weil der ist so schnell. So, komm schon. Sehr gut. Finisher. Und es geht weiter, gut. In der Weltkampfarena nehme ich an. Wir haben ganz viele Sachen zum Heilen. Ich wollte niemanden babysitten, das schaffen wir schon. Na, wo ist das? Boah. Hier, oder? Nee. Da. Dann schnappen wir uns, wer auch immer jetzt da wartet. Weltkampfarena, wir könnten da warten. Ein anderer Majin Buu. Der normal große Buu. Was? Ich bin turbostarkes Kaffeebonbon. Ich weiß es nicht. Ist ja mal geil. Kann sich in Kaffeebonbon verwandeln. Also ob es in der japanischen Version echt ein Kaffeebonbon ist, weiß ich nicht, aber in der deutschen Maß. Was? Nein, nicht schon wieder ein Bonbon verwandelt. Ist er irgendwie größer als sonst? Kommt irgendwie so vor. Alter, hält der viel aus. Aber ich kriege noch eine bessere Setzseele, wo man irgendwie posen kann. Also die Setzseele aktiviert sich jedes Mal, wenn ich eine Verstärkung einsetze. Und posen ist sozusagen eine Verstärkung. Also ja, hoffentlich kriege ich eine Setzseele, die irgendwie was Ähnliches wieder macht. Wo ist das? Und das? Oh, ich bin zu gut, wenn alle treffen. Nein. Er hat ihn in Bonbons verwandelt. Und komm. Und? Jawohl, ultimativer Finisher. Okay. Von dort schon war schon sehr einfach. Okay, wird ein Bonbon. Ja. Weil das war noch relativ einfach. So als ultimativer Finisher. So ein paar kleine Boosts und dann den zu erledigen. Finde ich jetzt. Und da steht Son Goku, jawohl. Ich dachte schon, ich kann den jetzt ansprechen. Okay, dann die letzte Mission von Rang 5. Son Goku, Gohan und Piccolo.
Nikolaus-Kleidung. Ich habe doch schon Dämonenstamm-Kleidungen. Ja. Nehmen wir ihn. Und ihn. Ihn meine ich. Hakugo Diese Schattenversionen sind, glaube ich, ganz schön stark, ne? Wenn ich so nach den Werten gehen kann. Dann haben wir die 5er-Rang-Dinger auch geschafft. Ist ja gut. Wenn wir das hier schaffen, Namek-Berserker. Ich muss niemanden beschützen, also schaffe ich das. Oh nee. Was? Teleportier dich doch. Das ist immer das Gleiche. Ich kämpfe gegen irgendeinen und dann kommt irgendjemand anders. Oh nee. Aber das ist alles, was ich machen muss hier, ne? Ja, alle kommen sie wieder auf mich. Verpisst euch! Oh, echt? Oh. Immer das Gleiche. Hier. Nehmen den hier wieder. Wollte es ja wieder nicht anders. Den weg. Ja, du bist gleich weg. Komm her. Bin nicht auf mich. Er war auf mich gerichtet. Boah, er macht direkt einen Ausweichangriff. Beim Angreifen. Oh. Die Welt braucht keinen Gott, das hat gehört, Piccolo. Das war an dich gerichtet. Hi. Okay. Kennst du die Attacke noch? Die hast du mir mal vor langer Zeit beigebracht. Weißt du, wenn meine. Wenn auch nur meine. Beschützer, Begleiter so drauf sein würden wie die Gegner, ne? Würde ich keinen Kampf verlieren. Mir scheint nämlich, dass die Computergegner immer auf mich gehen, wenn ich auf jemand anderen losgehe. Meine Charaktere sind nicht so. Oder ist der zweifache? Ich wusste es, und Son Goten steht auch noch auf, ne? Ich zum Zweifachen Super Saiyajin. Ja. Blau, Orange und Grün. Hab ich noch getroffen? Komm her. Nicht auf mich. Ich auch hier. Du meinst es perfekt. Ich frage mich, ob es irgendwelche Schadensunterschiede zwischen den ganzen Attacken gibt. Es gibt auch Super Kamehameha noch, ne? Ja, okay, du hast es mir ein bisschen einfach gemacht, Son Goku. Du bist die ganze Zeit auf mich zugeflogen. Das ist irgendwie selber schuld. Oh! Oh Gott! Ah, oh. Sack! Warum kommt denn hier so eine bedrohliche Musik? Wadalalalala.
Schade, von Goten nicht mehr aufgestanden wäre. Er hat mir diesen Broly-Film nachempfunden. Bio Broly. Der etwa Rückkehr. Der Broly's Rückkehr, Bio Broly, ich weiß es nicht. Sehr lange her. Sind wir noch nicht vorbei. Och man. Piccolo, ehrlich? Oh Gott. Aber stimmt ja, am Namek-Berserker, ne? Also Namek-Berserker, die Mission stimmt. Boah, ihr beiden seid voll im Eimer. Zerstört Namek. Hast du Namek kaputt gemacht, oder wie? Okay. Ich kann mich aber noch heilen, das ist auf jeden Fall gut. Jetzt kann ich mit bedrohlicher Musik verstehen, aber vorhin nicht. Komm her. Und den. Ich muss meinen Meister wiederbeleben. Wie geht halt ihn auf? Mann. Ach Mann. Ja, Vorsicht. Walten lassen. So, ihr kämpft mal schön weiter. Ich mach den hier. Und den hier. Warum kann man keine dritte Fähigkeit noch dabei haben als Superattacke? Ich meine, man hat da so einen Kreisslot, aber der kann nicht benutzt werden. Was? Das halte ich für gelogen, dass das daneben getroffen hat. Such mal den hier auszuweichen. Boah, ich greife ihn an und es bringt nichts. Jetzt bringt es was. Bam, nein. Au, was zum Teufel? Das Räder vollkommen durch. Einfach gegen Gesicht geworfen. Ja. Flugangriff. Ha. Eine physische Attacke, was soll ich damit? Aber ich glaube, ein männlicher Saiyajin sollte mehr so Nahkampfangriffe einsetzen. Habe ich beim Kata erstellen irgendwie festgestellt. Glaube ich. Ich habe voll die komplett falsche Rasse für meinen Moveset. Egal. So, jetzt haben wir abgeschlossen, oder? Nee. Was? 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 26 fehlt hier, super. Ah, hier sind zum Glück nicht viele. Ja, ich beende erstmal ein paar Tierwett. Weiß von Goku die Freundschaft erhöhen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir das Training von Son Goku machen, auf dahin zu gucken. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.